Hallo, hier ist der Mike. Ich grüße dich ganz herzlich zu einer neuen Lektion. Diesmal ein Review, wie wir so schön im Neudeutschen sagen, also ein Rückblick. Ich habe mir gedacht, einfach mal eine ganz, ganz günstige Western-Gitarre zu kaufen und diese zu testen. Ich werde oft gefragt, ob ganz günstige Gitarren etwas taugen. Dazu gibt es verschiedene Themen, gerade im Forum, auch im Chat werde ich es öfter danach gefragt. Ich habe einfach mal die Tests gemacht, habe mir diese Gitarre gekauft. Die kostet, der Preis ist momentan 29 Euro, ist also sehr, sehr, sehr günstig. Zu kaufen gibt es diese bei eBay oder halt im direkt Online-Fachhandel, Musikfachhandel. Ein Link auf unserer Webseite zeigt dir ganz genau, wo du dieses gute Stück bestellen kannst. Ich möchte eigentlich gar nicht ganz großartig auf die Verarbeitung oder ähnliches eingehen, ob sie jetzt gut ist, ob sie jetzt schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Ich für meine Verhältnisse, wenn ich jetzt sage, ich möchte ganz gerne draußen spielen mit meiner Akustikgitarre im Sommer, wenn sie ein paar Risse bekommt, wenn der Lack mal abplatzt, wenn sie mal runterfällt, ist das vollkommen ausreichend. Auch für Anfänger denke ich, dass dieses gute Stück hier durchaus Sinn macht, durchaus okay ist für den Anfang. Wenn du weiter jahrelang Gitarre spielen lernen möchtest und besser werden möchtest, empfiehlt sich natürlich immer ein etwas teureres Modell. Diese Gitarre nennt sich Santander Gitarre WL41. Hier ist nur kurz zur Information. Santander ist auch eine Bank, kennen wahrscheinlich viele von euch. Ansonsten ja, gibt es erstmal eigentlich zur Modellbezeichnung nicht wirklich viel zu sagen. Ist eine ganz normale Western Gitarre. Das Holz, ich glaube, es ist Fichte, bin ich jetzt der Meinung. Also ganz günstiges Holz. Der Hals ist im Gegensatz zum Korpus relativ schwer. Muss ich gleich dazu sagen, das ist mir beim ersten Mal spielen gleich aufgefallen. Kleine, sage ich mal, Abplatzer jetzt hier am Lack, zum Beispiel hier unten. An der Verarbeitung sieht man natürlich, gut für den Preis, für 29 Euro kann man wirklich nicht meckern, das ist okay. Darüber kann man auch wirklich hinwegsehen. Das erstmal oberflächlich, ja, also erstmal grob umfasst. Die Gitarre hat alles dran, was man braucht, alle Saiten sind vorhanden, die du brauchst. Die Stimmwirbel sind okay, denke ich, für den Preis. Sicherlich auch nicht das Beste vom Besten, aber vollkommen legitim. Die Bespielbarkeit ist auch in Ordnung. Da kann ich gerne mal eine kleine Kostprobe geben, wenn du möchtest. Einfach mal ein kleines Strumming, dass du mal hörst, wie sich eine 29-Euro-Gitarre anhört. Also. Ich denke, es sollte auch erstmal reichen als kleinen Geschmack für euch. Soweit ich jetzt die Gitarre testen konnte in den letzten Wochen, muss ich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Für den Preis ist das vollkommen in Ordnung. Hätte ich auch persönlich niemals gedacht. Das soll natürlich nicht heißen, dass jede günstige Gitarre auch dementsprechend gut ist. Da muss man schon abwägen. Ich habe dir, wie schon erwähnt, einen Link auf unserer Webseite notiert, wo du die Gitarre bestellen kannst. Wenn du daran Interesse hast, dann schau doch mal vorbei. Vielleicht ist die ja auch was für dich zum Üben, zum Einsteigen, zum am Lagerfeuer spielen, wie auch immer. Ansonsten kann ich diese Gitarre wirklich nur empfehlen. Verarbeitung ist in Ordnung. Würde ich jetzt von 5 Sternen dafür 3 geben. Die Spielbarkeit ist auch gut, also 4 von 5 Sternen. Ansonsten Klangvolumen, Stimmstabilität ist auch vollkommen in Ordnung. Das soll es eigentlich auch erstmal gewesen sein. Was hier noch zu erwähnen ist, ist ein Schlagbrett, was du hier hast, das die Gitarre ein bisschen vor Rissen schützt. Die Gitarre ist nicht lackiert, wurde also ganz normal bearbeitet. Das merkst du auch an der Struktur des Holzes. Optisch finde ich sie auch in Ordnung, ist natürlich alles wieder Geschmackssache. Gleich siehst du nochmal eine kleine Nahansicht der Gitarre, damit du mal so ein bisschen
vielleicht schon selber einschätzen kannst, Mensch, ist das irgendwas für mich, ist es vielleicht nichts für mich, sollte ich mir die Gitarre kaufen oder auch nicht. Ansonsten, ja, soll das einfach nur ein kleiner Geschmack für dich sein. Ich behalte die Gitarre für mich, muss sagen, das Billig-Gitarren-Experiment in diesem Fall ist für mich durchaus positiv verlaufen und ich kann die Gitarre wirklich nur weiterempfehlen. Ja, was noch zu erwähnen ist, dass dies natürlich keine durchgängig weg oder durchgängige Kaufberatung sein soll. Ich bekomme dafür auch keine Tantiemen, dass ich hier den Namen nenne der Gitarre oder ähnliches. Es war einfach nur ein Experiment. Weitere Gitarrenmodelle, die ich besitze, werden demnächst mal folgen. Das heißt, dann kannst du dir mal anschauen, Mensch, was spielt Mike so für Gitarren? Wäre das für mich was? Wäre das nichts für mich? Dass du so ein bisschen gucken kannst. Geschmäcker sind verschieden, das soll auch so sein und soll auch auf jeden Fall so bleiben. Dennoch sollen dir diese Reviews einfach ein bisschen helfen, damit du besser am ganzen Gitarrenmarkt vorankommst. Denn auch ich kaufe mir keine Gitarren, die mehrere tausend Euro kosten. Auch ich kaufe mir ganz normale Einsteiger-Sets, Einsteiger-Gitarren und ein bisschen besseres Zubehör dazu, bessere Saiten vielleicht, ein paar gute Plätt drin und etc. Ne? Gut. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Wenn du jetzt noch Fragen hast, findest du unter dem Video einen Link auf unserer Webseite gitarrenspieler.com. Dort kann man sich gerne nochmal austauschen über das gute Modell. Ich kann auch gerne dazu nochmal Fragen beantworten, wenn du welche haben solltest. Ansonsten entscheide einfach für dich selber, ob das was für dich ist oder eben nicht. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß mit den nächsten Reviews und jetzt nochmal die Nahansicht dieser Western-Akustikgitarre Santander WL41. Bis bald, euer Mike. Tschüss.